So, herzlich willkommen, liebe Gäste hier in der WS-Lounge, liebe Eishockey-Fans bei Spray TV zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel gegen den EV Duisburg. Ich begrüße an meiner rechten Seite den Coach der Füchse, Risto Kurkin, und unseren Co-Trainer Lars Gericke. Bevor wir zur Einschätzung beider Trainer kommen, einmal schnell den Statistikblock zum heutigen 9. Spieltag der Oberliga Nord. Der Herrn HIV setzte sich hier in der Hannibal Arena vor 1205 Zuschauern und 268 Buchungen bei Spray TV mit 5:0 gegen die Füchse durch. Die Ergebnisse aus den anderen Stadien: Scorpions Herford 7-2, Erfurt Indians 5-4 nach Verlängerung, Rostock gegen Essen 3-2, Halle siegt gegen Leipzig im Derby 5-1 und Tilburg unterliegt zu Hause Hamm 1-7. Das erste Wort geht wie immer an den Coach der Gäste, Risto Kurkin. Risto, good evening. What do you think about tonight's game and what were the most important moments? Yeah, good evening everybody and congratulations Lars. Your team was well prepared today and we saw it right from the start. Unfortunately, we were not well prepared. We thought we were. We came here to play the good game after not so good weekend last weekend and thought that we were well prepared, but home team was we not. Hard to say anything else. We just have to find a reason why it's still like that and try to get it done better on Sunday. Thank you, Risto, and good luck for the next games. Lars, Glückwunsch zum Sieg heute als Co-Trainer. Wie fällt dein Fazit oder wie hast du die Leistung unserer Mannschaft heute gesehen? Erstmal danke. Ja, es war ein Derby, wie so Derbys halt sind. Zum Anfang sind wir gut ins Spiel gekommen, haben die Tore gemacht, hätten eigentlich schon auch im ersten Powerplay dann vielleicht sogar einen Deckel drauf machen müssen. Dann haben wir 10 Minuten auch nicht mehr, sage ich mal, das gespielt, was wir in den ersten 10 Minuten gespielt haben und haben ein bisschen Duisburg wieder eingeladen. Zum Glück haben die da nicht getroffen. Ja, und dann haben wir es einfach irgendwie runtergespielt. Da kamen heute viele Dinge dazu. Ne? Eis war auch nicht das Beste. Die Diskussion und die Situation mit den Spielern waren auch nicht förderlich. Aber so ist das eben. Die einen wollen probieren, ins Spiel zu kommen und wir waren nicht, oder wollten uns da die Butter nicht vom Brot drehen lassen. Und von daher ist das Spiel dann so dahingeplänkelt, auch im letzten Drittel. Und zum Glück hat der Torwart geschafft, den Shutout da zu holen, weil wir doch auch da ein bisschen vermissen lassen haben, dafür zu kämpfen, dass der da hinten seinen Shutout holt. Und von daher auch da nochmal Gratulation an den Torwart und ansonsten an die Leistung von den Jungs im Namen auch des Trainers. Alles, das war schon top. So wollen wir weitermachen. Danke, Lars. Kurze Frage noch zu Nico Aoniemi. Ihr seht ihn jeden Tag im Training. Ist eigentlich ein Torjäger, habt ihn als Torjäger gekauft, hat bisher nicht getroffen. Wahrscheinlich hat er sich am meisten Vorwürfe gemacht. Wie sehr habt ihr euch gefreut und ihr wusstet, dass das ein guter Scorer ist. Was hat er heute alles richtig gemacht? Ja, das erste Tor musste dann irgendwann fallen. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, so dass es irgendwann mal fallen muss. Und dann war auch irgendwie klar, dass die nächsten Tore fallen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das erste Tor von ihm so aussehen wird wie das zweite. Aber das kommt dann eben. Und er hat im Training einfach weitergearbeitet, schießt da brutal die Dinger ein. Und wir hoffen, dass er das jetzt so fortsetzt und dass er dann seine Leistung wieder bringen kann und uns weiterhelfen kann. Ne? Dann danke, Lars. Natürlich letzte Frage auch an deine Seite oder an euer Trainerteam. Kurzes Statement zur Aktion in der zweiten Drittelpause oder wolltet ihr erstmal ein bisschen abwarten und dann euch dazu äußern? Ja, ich kann dazu nur sagen, die Bande ist ja eigentlich dort getrennt. Vorher haben sich die Sachen auf dem Eis da hochgeschaukelt. Der letzte Shake ist ein Blindside-Hit. Da müssen die Schiris auch ein bisschen verstehen, dass dann vielleicht da der ein oder andere nicht so ganz zufrieden ist mit der Entscheidung, weil wenn er sich da verletzt für so eine Aktion, also dafür sind wir alle in der Oberliga und müssen da nicht da so eine Dinge machen. Und dann gab es halt Diskussionen und ich denke, die Sperren sind ausgesprochen. Jetzt müssen wir Sonntag damit leben. Duisburg muss damit leben und wir schauen uns das ganz in Ruhe an und werden Sonntag halt mit mir dahin fahren. Dann danke dir, Lars.
Risto, good luck for the next games against Hannover Scorpions. Lars, euch alles Gute in Herford. Kurzer Ausblick, wie gesagt, Sonntag in Herford 18:30 und danach geht es auch dreimal weiter auswärts. Freitag in Rostock 20 Uhr, Sonntag in Tilburg 16 Uhr und dann am 1.11. auswärts in Leipzig um 20 Uhr. Nächste Heimspiel findet erst am 3.11. hier zu Hause statt gegen die Hannover Indians. Bis dahin macht euch eine schöne Zeit. Wir würden uns freuen, euch hier am 3.11. begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, Glück auf, ciao.